Nach dem Reisteller gönnen wir uns jetzt einen Nachtisch. Typisch arabisch. Die Türken würden jetzt sagen, es ist unser Künefe, aber was ist Gnafe? Wir Araber haben es genauso, aber ein bisschen anders. Und ja, dann gönnen wir uns jetzt hier in so einen kleinen schicken Laden auf dem Weg zum Shisha-Café. Wir haben gestern schon eine gegessen, die war sehr, sehr lecker. Da war nicht mit Käsefüllung, sondern mit Kaimak. Genau. Wir haben Kaimak-Füllung und wir haben Käsefüllung. Ja, kleiner Stopp. Künefe hier in Saudi-Arabien. Da werden die vorbereitet, sind alle ein bisschen größer. Direkt hier neben dem Künefe-Laden gibt es eine Saftbar, richtig lecker. Hier gönne ich mir jetzt erstmal schön Granatapfelsaft mit Eis. Also ich sag dir ehrlich, selbst in Berlin habe ich nicht mal so einen leckeren Granatapfelsaft. Auch wenn ich beim Obststand hole. Sehr, sehr lecker. Ahmed, was hast du für eine Sorte? Banane? Banane Mango. Banane Mango und? Sehr lecker, sehr lecker. Unglaublich lecker. Na dann? Mein Bär. Banane, Mango, auch okay. Ich bin aber nicht so der Bananen-Fan. Ja, so vertreiben wir uns die Zeit, während wir auf die Künefe warten. Das ist hier typisch Shisha-Café. Auf dem Boden sitzen. Hier gibt es nur so eine Ecke. Hier genießen wir jetzt unsere Künefe zum Abschluss des Abends. Guck mal, was für ein Riesending. Das jetzt bei mir ist mit Kaimak. Hier erst zum Beispiel jetzt mit Käsefüllung. Aber anscheinend ist die mit Kaimak besser. Ja, wir genießen jetzt noch unseren Abend hier in Mekka auf euch. Ich weiß, warum ich so gut bin. Wir haben jetzt gefühlt über 20 Grad auf jeden Fall, da ist über 30. Wir haben eine schöne Zeit hier. So, kleiner Supermarkt-Trip. Guck mal, was hier alles gibt. Auf jeden Fall Mirinda Erdbeere. Schon mal Bombe. Mirinda Apfel. Top. Okay, Gummizeug ist unwichtig. Aber guckt euch mal die Chips an. Cheese Jalapeno Maischips. Was haben wir hier? Ein Philadelphia Sandwich. Texas Barbecue. Wieder Jalapenos. Aber das Geile ist, hier wird scharf. Haben die scharf in allen Varianten. Mexican Chili. Was haben wir hier? Okay, Flaming Hot Cheetos, die sind auch bei uns angekommen. Mittlerweile Lice Flaming Hot. Dann haben wir hier wieder Chicken Hot Wings Geschmack. Ein paar Marshmallows. Ohne Schweinegelatine natürlich, verstehe ich. Ja, auf jeden Fall ist geil. Das gibt es auch mal in den arabischen Ländern. Kleine Chipstüten. So, das ist geil, bei uns gibt es immer nur diese Riesentüten, man isst nur ein bisschen, okay, manche fressen alles auf, aber ich finde das viel geiler, wenn man so kleine Packungen hat und viel Auswahl. Ja, das ist das Geile in arabischen Ländern. Ja, man gönnt sich hier, ne? In Berlin wird wieder gehungert. Halbeck, das ist hier der beliebteste Laden. Wir sind 2 Uhr nachts, es ist die Hölle los. So, auf jeden Fall, das ist der beliebteste Laden hier in Saudi-Arabien, Halbeck. Das ist so ein Chicken-Burger-Laden. Und ihr seht, es ist hier anstellend wie im Club. Sicherheitsmann in der Reihe. Wir sind zu 6, 7. Die haben gesagt, bitte nur 2 von euch anstellen. Richtig Film. Aber ich will es unbedingt probieren. Und man bedenke, wir haben jetzt
spät, tief in der Nacht. Wie spät ist es jetzt? 2 Uhr, glaube ich. 2 Uhr nachts. Ja, 2 Uhr nachts. Hier ist die Hölle los. Die Stadt hier schläft nicht. Hier ist Ausnahmezustand. Und ja, wir überlegen jetzt, ob wir uns anstellen oder nicht. Aber ich will euch unbedingt diesen Laden zeigen. Jetzt lassen die keinen mehr rein. Stress an der Tür. Alles nur wegen diesem Essen. Also so beliebt ist es hier. Es gibt Stress an der Tür, weil die Leute nicht mehr reinkommen. Das ist Freitagsgebet hier. Allahu Akbar. So, wir sind wieder essen, wieder einheimisch. Warum? Weil hier das meiste Fastfood, müsst ihr euch vorstellen, ist hier einfach nur Chicken, frittiertes Chicken. Wie KFC so mäßig, überall hier. Jede zweite Bude ist Chicken, Chicken, Chicken. Und ja, die ganze Zeit Fastfood geht auch nicht klar. Deswegen wieder einheimisches Essen. Aber der Laden soll besser sein. Deswegen checken wir den heute ab. Ja, Brasilien hat gerade verloren. Traurig, traurig. Ich habe gedacht, die werden Weltmeister. Ja, passiert. Shit happens. Wir gehen rein, checken den Laden ab, aufgehen. So, sieht auf jeden Fall schon mal besser aus als gestern. Gestern war der Reis aber ziemlich gut. Was ist denn Gewürz am Haus? Da ist irgendein Gewürz, oder? Das ist der beste Laden überhaupt. Sehr, sehr lecker. Wow. Sehr, sehr lecker. Top-Reis. Also, das ist halt die Opti-Spezialität. Und irgendwann fängt man das an zu lieben. Okay, die Spieße finde ich jetzt ein bisschen klein. Um ehrlich zu sein. Aber es ist halt so, Reis, Hähnchen, was haben wir hier? Kebab, Hähnchen, Lamm, Messe, verschiedene Sachen, selbstgebackenes Brot. Wie schmeckt es dir, Bruder? Sehr, sehr lecker, das Hähnchen ist unglaublich. Das ist so wie bei City Chicken. Echt? Ich schmeckt ähnlich wie bei City Chicken. Lass mich mal probieren. Lass mich mal probieren. Ja, auf jeden Fall top. Wir genießen jetzt das Essen. Danach geht's auch wieder ins Café. Wir gucken gleich Argentinien gegen Holland. Geiles Spiel. Ja, Brasilien. Habe ich nicht mit gerechnet. Wer ist dein Favorit? Argentinien. Die Antwort war Ei. Wer ist Marokko natürlich. Selbstverständlich. Ach so. Argentinien. Das schönste Gefühl, hier reinzukommen. Ihr könnt euch dieses Gefühl nicht vorstellen. Gänsehaut am ganzen Körper, von oben bis unten. Wir sind auf dem Weg nach Medina heute, Tagesausflug. Machen einen kleinen Stopp hier im Shawarma-Laden. Sah eigentlich tipptopp aus, sah bombastisch aus. Seitlich. Wir haben bestellt, aber dann haben wir gesehen, er hat gar nicht von dem Spieß genommen. Er wollte von dem alten Spieß von gestern. Und da war schon vorgeschnitten, sah nicht gut aus. Wollte uns geben. Haben wir gesagt, essen wir nicht. Auf jeden Fall haben wir uns jetzt unentschieden für ein Shrimp-Sandwich. Schade, weil der Spieß sah eigentlich gut aus. Ein bisschen auch anders, und seitlich hängt er. Ja, jetzt essen wir ein leckeres Shrimp-Sandwich. Hier muss ich auch dazu sagen, in Saudi-Arabien, das beliebteste Essen ist paniertes Chicken. Du findest nur paniertes Chicken, Burger, Chicken, Chicken. Ich kann diese panierte Chicken, seit ich hier bin, nicht mehr sehen. Muss ich ehrlich zugeben. Ja, deswegen haben wir auch oft einheimisch gegessen, weil wenn du nur so dieses Fastfood-Essen hast, dann bist du die esse ich lieber Reis und Hähnchen. Sehr würzige Soße, Shrimp lecker, schön heiß. Top. Ja, wie gesagt,
Hier ist echt Fast Food Land Nummer 1. Wenn du hierher kommst, rechne mit panierte Chicken. Ich kann es aber wirklich auch nicht mehr sehen, weil jeden Abend essen wir irgendwie panierte Chicken oder so. Ja. Aber mal gucken, vielleicht heute in Medina gibt es bestimmt was Leckeres. Ja, ich lasse mich persönlich schmecken. Mein Bruder diskutiert hier rum. Was auch immer, also Probleme. Wie viele Mann sind wir? Wir sind eine große Gruppe. 24 Mann. Und ja, heute ist unser letzter, morgen ist unser letzter Tag. Aber heute ist unser Tagsausflug nach Medina. Ich bin echt gespannt. Sehr heilige Stadt. Die Woche geht auch langsam zu Ende hier in Saudi-Arabien. Ich muss echt sagen, ich bin begeistert von dem Land. Essen ist halt okay, ja, das ist das beste Essen. Es geht so. Aber das Land ist wunderschön. So, wir machen jetzt auf den Weg, auch nach Medina. Freut ihr euch auf Medina? Sehr. Sehr, sehr. Unglaublich. Unglaublich. Ciao, Freunde. Sehr, ciao. Und Friseur wäre auch mal wieder schön. Aber er ist wieder in Berlin. Wieder voll, alles muss rasiert werden. Wir sind hier zum Friseur gegangen, die haben gesagt, wir machen keinen Bart. Auch keine Übergänge. Aber wozu sagt ihr den Friseur? Aha. Ich schwör's. Danke, Baba. Guten Tag. Unser Fahrer aus Sri Lanka. Wir fahren gerade auf der Autobahn. Höchstgeschwindigkeit und der ist locker am Telefonieren. Eiskalt. Unser letzter Tag in Mekka. Ich habe dieses Fastfood-Essen hier eigentlich so satt, ich schwör's euch. Ich sehne mich nach einem schönen Frühstück, was Gesundem. Hier gibt es wirklich nur Fastfood. Und ja, ich dachte mir auch, okay, wenn wir schon nur Fastfood essen, am letzten Tag zeige ich euch noch den Smashburger hier. Der Laden heißt Smashburger. Ich werde mir jetzt einen Smashburger bestellen, einen Hotdog. Und ja, dann war's das. Also Mekka und Medina, wo wir waren, was Religion, Glaube angeht, Traum, wirklich überwältigend. Was Essen angeht, es ist halt wirklich nur Fast Food und teilweise nur Chicken. Ja, man hat irgendwie keine Abwechslung. Aber wir testen jetzt noch den Smashburger. Ich bin gespannt. Barbecue, Bacon, Meal, and one Chili Cheese Hot Dog, Single. And Diet Coke, yeah. Zero, yes. So sieht der Burger aus. Der ist klein, ich habe mir größer vorgestellt. Bis jetzt der teuerste Burger hier in Saudi-Arabien. Das Menü hat 80 gekostet, das heißt über 20 Euro. Aber ich muss ehrlich zugeben, der beste Burger bis jetzt. Genau am letzten Tag der beste Burger bis jetzt. Wie gefällt euch der Burger? Wirklich lecker. Jamin Benning. Nee, ich finde ihn geil. Also wir haben total schlechte Burger hier teilweise. Nur Chicken auch. Das ist das erste Mal, dass wir einen Burger hier haben. Auch Buns geil. Weich, ich finde ihn krass. Mit was haben wir jetzt? 14 extra Large bezahlt und dann alles klein. Ja, auf jeden Fall echt stabil. Der Hotdog sieht ein bisschen leblos aus. Nur Würstchen mit Soße. Ja, zu viel Brot. Du hast mehr Brot im Mund als überhaupt irgendwas. Aber sehr scharf, ist gut. Ja, aber ansonsten, der Burger ist krass hier. Der Burger ist echt krass hier. Ja, das war's, unser letzter Tag. Wir fahren heute Nacht wieder nach Berlin. War eine schöne Woche. Aber nur das Essen, halt, das kommt mir wirklich schon vom Hals raus so. Aber ansonsten, wir machen noch einen Stop in Istanbul, Leute. Mal gucken, vielleicht werde ich da noch etwas melden, was essen. Bestimmt werden wir was essen in Istanbul. Ja, aber nur nicht Popeyes. Das war letztes Mal beim Rindflug Katastrophe. War überhaupt nicht gut. Auf jeden Fall Smashburger top hier. Bis jetzt der beste Laden. Ich schwöre es.
Der beste Burger am letzten Tag finden wir den. Wir machen uns jetzt bereit für die Heimfahrt. Eine Woche Mekka, Medina, traumhaft, traumhaft. Was Essen angeht, kein Traum, aber egal, das war nicht der Grund, warum wir hergekommen sind. Also ich kann wirklich nur Schönes eigentlich über dieses Land, Stadt sagen. Also guckt euch mal, also die Architekturen hier sind unglaublich, so mächtig, so riesig. Sowas haben wir bei uns nicht. Und auf jeden Fall, ich komme wieder her. Auch wenn das Essen nicht das Beste ist, zu viel Fastfood. Trotzdem, die schönste Stadt, Mekka und Medina. Viel Geschichte hier im Islambereich und kann ich jedem empfehlen. So, wir machen uns alle bereit, der Bus holt uns gleich ab zum Flughafen. Katastrophe nimmt ihren Lauf, Notlandung in Izmir, zu heftige Turbulenz. Wir sind geflogen um 2 Uhr nachts, sollte unser Flieger gehen, von Mekka nach Istanbul. Um 4 ging der Flug. In Istanbul hat der Pilot versucht, dreimal zu landen, hat nicht geklappt. Ist weggeflogen, Notlandung in Izmir. Izmir 3 Stunden Aufenthalt. Von Izmir nach Istanbul wieder zurück, dann hat es geklappt. In Istanbul ist der Flug schon weg gewesen. In 2 Tagen geht erst der nächste Flug. Wir haben jetzt Stress gemacht, hin und her. Jetzt fliegen wir heute Nacht nach Köln, müssen von Köln dann wieder Autos mieten nach Berlin. Die letzte Essensstation auf dieser Reise ist Mangal, irgendwo, im Nirgendwo. Wir wissen nicht mal, wo wir sind, in der Nähe vom Hauptbahnhof, da wo unser Zug fährt. Ja, jetzt hoffen wir mal, dass Mangal schmeckt. Ich war ja schon bei Mangal vor einem Monat, aber das war ein anderer Laden. Ich glaube, der war ein bisschen, nicht so ghetto-mäßig wie hier, so ein bisschen schicker. Ich bin gespannt. Papi und Brot bitte knusprig, ja? So, ich hatte den ja schon bei der NRW-Tour. Mal gucken, wie er nachts schmeckt. Ohne, dass er weiß, dass wir YouTuber sind. Wie findest du ihn, Bruder? Schmeckt sehr gut. Nee, egal. Brot ist ein bisschen zu trocken. Ja, finde ich auch gerade. Brot. Also, ich muss ehrlich sagen, ist okay für die Uhrzeit, aber wo wir mit Kamera da waren, war er viel heftiger. Deswegen werden wir im neuen Jahr die Undercover-Sendung starten. Da werde ich Undercover die Läden, ist mir scheißegal. Ich habe keinen Bock mehr auf diese Kamerabonus, dies, das. Ich will das bekommen, was jeder Otto-Normalverbraucher auch bekommt. Ich will nur so kaum wirklich ein Urteil abgeben. Aber ich feiere den gerade zum Beispiel überhaupt nicht so krass wie beim ersten Mal. Das war's. Wir werden gleich nach Berlin fahren. Kanal abonnieren, Glocke aktivieren. Ich hoffe, ich habe euch ein paar schöne Eindrücke mitgehen können aus Saudi-Arabien, aus Mekka, aus Medina, wo wir halt überall waren. Die Reise hat mir sehr viel Spaß gemacht. Man ist ein bisschen zur Besinnung gekommen. Vor allem der schönste Ort der Welt für mich, Mekka und Medina. Die Geschichte vom Islam, von unserem Propheten, war wirklich, ging mir ans Herz und hat mich auch ein bisschen mitgenommen. Ich will auf jeden Fall wieder dahin. Ja, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren. Wir sehen uns bei der nächsten Tour wieder. Peace.